Webstadt. Ich bin hier. Wir warten schon über eine Stunde. Meinen Sie, er kommt noch? Jetzt ist schon 9 Uhr. Wann war er denn gestern da? Um 8:30, kurz nach der Dunkelheit. Schon wieder der Kater von Miss Baker. Sie sollte sich schämen, wie man so etwas nur dulden kann. Dieser Mr. Hunter hat sicher etwas zu verbergen. Und so einer verdreht meiner Tochter den Kopf. Mein letztes Angebot. Sie sind nicht bei Timmes. Mein letztes Wort. 1000 Pfund und kein Penny mehr. Was würde Ihnen so passen? Sie ruinieren mich. Und wenn schon? Ich bringe Sie um. Dann kommen Sie an den Galgen. Ja, Sie haben die Stirn. Ist es? Der Mann mit dem Zylinder. Wie ist er denn hineingekommen? Das frage ich mich auch. Unheimlich. Vielleicht sollte man doch die Polizei holen. Die Polizei? Wenn schon am Pater Braun. Ich glaube, hier sind übernatürliche Kräfte am Werk. Davon werde ich mich jetzt überzeugen. Kommen Sie mit. Wieso was? Wieso was? Bei Mr. Hunter hat er inzwischen Besuch bekommen. Nein, und ich habe auch nichts gehört. Natürlich nicht. Der kann in seinem Zimmer eine ganze Räuberbande haben und du hörst es nicht, weil du es nicht hören willst. Ich bitte Sie, meine Damen, kommen Sie. Ich brauche Sie als Zeugen. Ich lasse mir diese Frechheiten nicht länger bieten. Was? Ich zerdrücke Sie wie eine Wanze! Noch ein Wort und ich schlag Ihren albernen Zylinder ein. Der Mann mit dem Zylinder. Er ist bei ihm. Seien Sie vorsichtig, Mrs. McNabb. Mir ist die Sache unheimlich. Du solltest dich da nicht einmischen, Mama. In meinem Hause herrscht Ordnung. Guten Abend, Mrs. McNabb. Guten Abend, Mr. Hunter. Ich möchte Sie nur fragen, ob Sie Ihrem Besuch nicht eine Tasse Tee anbieten wollen. Welchen Besuch? Bei mir ist niemand. Guten Abend, Miss Maggie. Guten Abend, meine Damen. Und zwar so, als hätten wir in Ihrem Zimmer Stimmen gehört. Sowohl im Garten wie in der Halle. Ach, Sie waren so spät noch draußen im Garten. Haben Sie da keine Angst? Ich habe Mrs. Webster und Mrs. Dringle meine Erdbeerbeete gezeigt. Wir haben keine Angst. Vor niemandem. Wovor sollten wir denn Angst haben? Ein Garten ist ein Garten. Sehr richtig, Mrs. Webster. Ein Garten ist ein Garten. Sonst gar nichts. Und in der Dunkelheit hört man doppelt gut. Tja, da müssen Sie einer Sinnestäuschung erlegen sein, meine Damen. Einer Sinnestäuschung erlegen? Wir? Hören Sie mal, wir sind ja nicht übergeschnappt. Mama, bitte. Na bitte sehr, Mrs. McNabb, überzeugen Sie sich selbst. Sehen Sie, hier, es ist niemand. Die Fenster sind geschlossen. Hier ist niemand, auch hier nicht. Ich sagte Ihnen doch, es muss eine Sinnestäuschung gewesen sein. Entschuldigen Sie, Mr. Hunter. Aber ich bitte Sie, ist doch gar nicht der Rede wert. Gute Nacht, Miss Maggie. Meine Damen. Ich spreche gleich morgen mit Pater Braun. Glauben Sie mir, hier sind übernatürliche Dinge am Werk. Alleluia, 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 bitte? Hochwürden, wir müssen mit Ihnen sprechen. Verehrte Mrs. Tringale,
Alles im menschlichen Leben baut sich auf Logik auf. Andernfalls wäre der Mensch nämlich kein Mensch, sondern immer noch ein Baumaffe, der stupide im Urwald dahindämmert. Wenn Sie also hier auf meinen Schreibtisch Pinzetten und Lupen nach rechts legen, was ist dann die logische Folge? Dass Sie rechts liegen. Liebe Mrs. Stringale, die Logik verlangt, dass Pinzetten und Lupen links liegen, weil ich, wie Sie beobachtet haben sollten, Linkshänder bin. Wo müssten Sie liegen, wenn ich Rechtshänder wäre? Rechts? Falsch. In der Mitte? Nein, immer noch links. Denn rechts liegt hier seit 20 Jahren dieser Bücherstapel und täglich die neue Times. Immer logisch sein, Mrs. Stringle. Dr. Hood, es hat jetzt schon zum dritten Mal geklingelt. Ach, wirklich? Dann öffnen Sie und sagen Sie, dass ich nicht zu sprechen sei, für niemanden. Mach ich doch besser gar nicht auf. Doch. Wie sollte der Besucher sonst jemals erfahren, dass ich nicht zu sprechen bin? Logik, Mrs. Stringale. Logik. Verflixt und so genäht, das müsste doch möglich sein. Hallo, Dr. Hood. Wie ich höre, sind Sie nicht zu sprechen. Es trifft sich ja großartig. Da können wir uns in aller Ruhe unterhalten. Pater Brown, wenn ich nicht irre. Sie irren sich nicht, aber vielleicht wundern Sie sich. Wundern? Ich wundere mich über gar nichts, ein Prinzip. Wann haben wir uns kürzlich gesehen? Bei der Einweihung des neuen Lindsdale College, vor 14 Jahren. Richtig, dann können wir uns ja die dummen Fragen nach Wohlergehen und Gesundheit sparen. Ganz meine Meinung. Ich habe mich nicht geändert. Sie haben sich leider auch nicht geändert. Also zur Sache. Danke. Ich möchte... Verzeihung. Mrs. Stringle, ich habe jetzt Besuch. Vielleicht sehen Sie einstweilen in der Küche nach dem Rechten. Nein. Wir brauchen Mrs. Stringle. Sie kann meine Ausführungen vielleicht in dem einen oder anderen Punkt ergänzen. Ja, ich... Mrs. Stringle singt bei mir im Marienchor. Ein sehr schöner Sopran. Ja, sie hat mich überhaupt erst auf die Idee dieses Besuches gebracht. Ja. Ah, ich verstehe. Dann nehmen Sie bitte Platz, Mrs. Stringle. Vorsorglich möchte ich aber darauf hinweisen, dass etwaige Missionsbesuche bei mir völlig zwecklos sind. Ich bin Rationalist und glaube also nur, was wissenschaftlich und logisch beweisbar ist. Ich weiß. Aber in diesem Fall ist mir das sehr lieb. Also, es handelt sich um eine Mrs. McNabb und um ihre Tochter Maggie. McNabb? Ich kenne die Dame nicht. Ja, auch Mrs. McNabb singt bei mir Marienchor, ein sehr schöner, voller Mezzosopran. Also, besagte Mrs. McNabb will nicht, dass sich ihre Tochter Maggie mit Mr. Hunter verlobt. Wer ist dieser Mr. Hunter? Der Tenor ihres Marienchors? Mr. McNabbs Untermieter, ein unheimlicher Mensch, stechende Augen und glatt wie ein Aal. Verzeihen Sie, Mrs. Stringale, wenn ich mir in diesem Fall eine andere Meinung gebildet habe. Mr. Hunter ist ein wohlerzogener junger Mann, vergnügt und hilfsbereit und offenbar auch nicht unvermögend. Warum soll sich diese Miss Maggie da nicht mit ihm verloben, wenn er ihr gefällt? Ja, er gefällt ihr, aber leider liegen die Dinge nicht so einfach. Mr. Hunter ist Angestellter in der Lions Bank. Er bezahlt pünktlich jeden Ersten seine Miete, aber... Na also, was will denn diese Mrs. McNabb? Der ideale Schwiegersohn? Ja, gewiss. Aber da ist dieser Mann mit dem Zylinder. Ja, er kommt nachts in der Dunkelheit. Mrs. McNabb hat ihn nur einmal gesehen, aber er ist fast jeden Abend da, wie ein Gespenst. Und wenn Mrs. McNabb dann an Mr. Hunters Türe klopft, dann ist kein Besuch da. Aber noch Sekunden vorher hat man seine Stimme gehört. Und was sagt Mr. Hunter selbst dazu? Ausflüchte, nichts als Ausflüchte. Er sagt, wir sollen uns nicht beunruhigen, er wird uns das eines Tages alles erklären. Und dabei schließt er sich stundenlang in seinem Zimmer ein, als wolle er... irgendeine Geheimwissenschaft betreiben. Wenn Sie mich fragen, da sind übernatürliche Kräfte am Werk. Zauberei, Geistergeschichten. Jawohl. Und wenn Sie noch so spöttisch lächeln, sowas gibt's. Nicht wahr, Hochwürden? Ich sehe nicht, was ich in dieser mehr als konfusen Geschichte unternehmen soll, die bar jeder Logik ist. Na nun, bitte öffnen Sie, Mrs. Stringale, und sagen Sie, dass ich nicht zu sprechen bin. Ich verstehe wirklich nicht, Mr. Brown, wie Sie sich mit einer so albernen Klatschgeschichte befassen können. Mir geht es nur um die beiden jungen Leute, die heiraten wollen. Wenn Sie mir da helfen könnten durch eine diskrete Untersuchung dieser Merkwürdigkeiten. Verzeihen Sie mein Eindringen, aber ich muss sofort Pater Brown sprechen.
Guten Tag, Mrs. Webster. Mrs. Webster, der Solo-Alt meines Marienchors, Dr. Hood. Angenehm. Hat die famose Chor noch viele Mitglieder? Oh ja, 26 Damen. Nun, Mrs. Webster, was gibt es so Dringendes, dass Sie mich hier aufsuchen? Sie sind also der berühmte Dr. Hood. Genauso habe ich Sie mir vorgestellt. Offen gestanden, ich wollte Sie schon lange einmal persönlich kennenlernen. Bisher kannte ich nämlich nur Ihre Hemden und Ihre Unterwäsche. Wie bitte? Mrs. Webster, ich bitte Sie. Mrs. Webster gehört die Wäscherei an der Highmarket Lane. Mrs. Tringle sagte mir, dass Sie heute Dr. Hood besuchen. In der fraglichen Angelegenheit. Mrs. Webster, kommen Sie doch endlich zur Sache. Dr. Hood ist sehr beschäftigt. Also, wenn Sie wegen Mr. Hunter hier sind, da können Sie getrost wieder nach Hause gehen. Wieso? Wie meinen Sie das? Mir tut ja nur die arme Miss Maggie leid, die sich schon wunder was für Illusionen gemacht hat. Aber nicht wahr, Miss Tringle? Wir haben von Anfang an gesagt, dass es ein böses Ende mit ihm nehmen wird. Mit wem? Na, mit diesem Mr. Hunter. Wieso? Was ist mit ihm? Was mit ihm ist? Aus. Sie meinen, man hat ihn umgebracht? Tja, wundert Sie das bei diesem Lebenswandel? Was ist geschehen? Ich komme von Mrs. McNabb. Sie wollte wie jeden Tag das Zimmer sauber machen von Mr. Hunter. Aber die Tür war von innen verriegelt. Also geht sie in den Garten und schaut durchs Fenster. Und da sieht sie ihn liegen, gefesselt und tot. Haben Sie schon die Polizei geholt? Die Polizei? Ich glaube, da ist eher Pater Brown zuständig. Sehr richtig. Da hat nämlich der Teufel die Hand im Spiel. Mrs. Tringale? Meinen Hut, meinen Mantel, Pinzetten, Lupen, Maßband, Fotografenapparat. Wir wollen versuchen, den Fall zu lösen. Aber mit Hilfe der menschlichen Logik. Vielleicht könnten wir dabei unser Gespräch wieder aufnehmen, das wir vor 14 Jahren unterbrochen haben. Oh, das würde mich sehr freuen. Und wenn noch so viele Morde passieren, in einem anständigen Haus herrscht Ordnung. So. Was wollte ich denn noch? Ach ja, die Honigplätzchen für Pater Braun. Der kann nicht zucken. Und am 1. Januar wäre er Hauptbuchhalter geworden. Wenn man schon um die Hand eines wohlerzogenen Mädchens anhält, dann lässt man sich nicht einfach am nächsten Tag umbringen. Pater Braun? Dann lebt man wenigstens so lange, bis man sie auch geheiratet hat. Ich sage dir, er war ein durch und durch verdorbener Mensch. Wenn ich allein an diese verschlossene Truhe in seinem Zimmer denke, wer weiß, was da alles drin war. Gott zum Grußen. Guten Tag, Mrs. McNabb. Hochwürden. Guten Tag, Maggie. Ich bringe Ihnen hier Dr. Hood, der sich freundlicherweise dieser Sache annimmt. Wo liegt der Ermordete? Hier, in seinem Zimmer. Aber die Tür ist von innen verriegelt. Gut, dann wollen wir den Tatort besichtigen. Haben Sie eine Axt im eine Haus? Eine Axt? Ja, Sie haben doch gehört, dass die Tür verriegelt ist. Und wer bezahlt die Tür? Ich, Mama. Schließlich war er doch fast mein Verlobter. Ich hole jetzt die Axt. Oh, wenn sie nur nicht so sentimental wäre. Aber bitte möchten wir Herrn nicht noch vorher eine Tasse Tee trinken. Er ist schon fertig. Ihre Darjeeling-Mischung mit Candice-Zucker hochwerden. Nun ja, nachdem unser junger Freund bereits in der Ewigkeit weilt, wird es auf die paar Minuten auch nicht ankommen. Bitte nehmen wir doch Platz. Oh, vielen Dank. Dankeschön, Mrs. Tringle. Bitte nach Ihnen. Danke. Der Tee duftet. Mrs. McNabb, mein Kompliment. In Ihrem Haus herrscht wirklich eine besonders behagliche Atmosphäre. Ja, sehr behaglich. Danke. Bitte, Dr. Hood, ist Ihnen damit gedient? Ausgezeichnet, Miss Maggie. Apropos, Mrs. Tringle, hat eigentlich schon irgendjemand die Polizei verständigt? Nein, so, wir wollten alles weiter Pater Brown überlassen. Ja. Tja, dann schlage ich vor, dass wir jetzt einmal nach der Leiche sehen im Zimmer. Noch eine Tasse Tee, Hochwürden? Vielen Dank, vielleicht nachher. An die Arbeit. Wir kommen mit und helfen. Nein, 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 meine Damen. Wer weiß, was für ein Anblick Sie da drin erwartet. Die Axt. Ja. Nein, nein, das Schloss ist schwach. Ich glaube, zu zweit können wir das eindrücken. Auf drei, ja? Mhm. Eins, zwei,
Hier, hier liegt unser armer Freund. Man hat ihn vorher gefesselt und geknebelt. Mord mit Vorbedacht also. Ich mache sofort eine Aufnahme von der Position der Leiche. Um Gottes Willen, sagten Sie Leiche? Mr. Hunter lebt! Er lebt? Wie Sie und ich. Er lebt? Der Blick ist lebhaft, das Auge ungetrübt. Temperatur normal, der lebt tatsächlich. Das ändert natürlich alles. Wieso? Nichts ändert sich. Hier wurde der Versuch eines Verbrechens verübt. Die Logik erfordert es, dass wir so vorgehen, als wäre es tatsächlich geglückt. Wie ist es denn passiert? Mr. Hunter lebt. Er lebt? Na, das ist eine Überraschung. Er lebt? Maggie! Maggie, setz Sie sofort neues Teewasser auf! Mr. Hunter lebt! Bitte, bitte, meine Damen, bleiben Sie draußen. Wir haben hier ernsthaft zu arbeiten. Ja, um Himmels Willen, was machen Sie denn da? Den Ärmsten von seinen Fesseln befreien. Nein, wir müssen ganz methodisch vorgehen. Lassen Sie Fessel und Knebel. Wir wollen zunächst alle Spuren sichern. Ich habe hier einiges gesehen, was mich nachdenklich stimmt. Was haben Sie gesehen? Zum Beispiel diesen Zylinder hier. Der Mann mit dem Zylinder. Vielleicht haben sich die Damen doch nicht getäuscht. Zu klein. Mr. Hunter ist offenbar nicht der Eigentümer. Ziemlich schäbige Zylinder. Sein Besitzer ist ein älterer Herr. Woran wollen Sie das sehen? Weil ich mit dieser scharfen Lupe einige graue Haare entdecke. Dazu würde auch die Stimme passen, die dem Vernehmer nach schrill klingen soll. Stimmt das, Mr. Hunter? Bitte keine Fragen an Mr. Hunter. Ich habe meine Gründe. Oh, Bill, wie geht es Ihnen? Wieso binden Sie ihn denn nicht los? Geduld, liebes Fräulein, Geduld. Eine Frage. Ist Mr. Hunter Trinker oder Spieler? Nein, dafür lege ich die Hand ins Feuer. Er ist sogar überzeugter Abstinenzler. So, und wir kommen dann die Spielkarten und Gläser auf den Tisch und hier auf den Boden. Ein zerbrochenes Glas und Karten. Alle Anzeichen eines Gelages, das mit einem Streit geendet hat. Ach, Gelage, man wird doch noch ein Gläschen trinken dürfen. Sie machen es sich zu leicht, Mr. Brown. Dr. Hood, wenn Sie mich nicht sofort diese Strecke aufmachen lassen, dann hole ich die Polizei. Ich weiß nicht, ob Sie Mr. Hunter damit einen Gefallen tun. Die Polizei kommt noch früh genug, jedenfalls früher, als ihm lieb ist. Was wollen Sie damit sagen? Alles zu seiner Zeit, Mr. Brown. Wir wollen hier mit mathematischer Logik vorgehen. Ich halte zunächst Punkt 1 unserer Ermittlung fest. Der Mann mit dem Zylinder. Was wissen wir? Alter Herr, grauhaarig, nervöse Fistelstimme. Nach dem Zustand dieses Hutes. Heruntergekommen. Mit einer gewissen Vorliebe für Glücksspiele und geistige Getränke. Und nun zu Mr. Hunter. Bill ist ein sparsamer, ordentlicher junger Mann mit einem festen Monatseinkommen. Ganz richtig, Miss Maggie. Genau das wollte ich auch sagen. Aber er hat ein Geheimnis. Die nächtlichen Besucher, die streitenden Stimmen, die man aus diesem Zimmer hörte, dies alles spricht für eine ganz bestimmte Hypothese. Erpressung. Erpressung? Erpressung. Auf der einen Seite ein junger Bankangestellter mit regelmäßigen Einkünften, auf der anderen Seite ein heruntergekommener Mann, der spielt und trinkt. Was sehen Sie doch, er erstickt! Mein Gott, er erstickt! Er leidet! Wenn ich genau hinsehe, habe ich eher den Eindruck, dass seine Augen etwas Heiteres haben, als ob sie lachten. Ich bitte Sie, das ist die Angst. Die nackte Angst. Er weiß, dass ihn die Handschellen erwarten. Die Handschellen? Jawohl. Sie sind wohl überzeugt davon, dass dieser Zylindermann ihn gefesselt hat und dann geflohen ist. Ja. In diesem Fall gäbe es aber nur zwei Fluchtmöglichkeiten, Tür oder Fenster. Beide waren aber von innen verschlossen. Ja, aber irgendjemand muss ihn doch gefesselt und dann das Zimmer verlassen haben. Daran eben zweifle ich. Nach meiner zwingenden Logik ist das Opfer nicht Mr. Hunter, sondern eben jener Mann mit dem Zylinder, dessen Leiche vielleicht irgendwo im Garten verscharrt liegt. Aber ein Toter könnte doch niemanden mehr fesseln. Ich will Ihnen jetzt sagen, warum ich Mr. Hunter von diesen Stricken nicht befreit habe. Das kann er nämlich selbst, wenn er will. Ich habe auf den ersten Blick gesehen, dass er jeden einzelnen Knoten selbst gemacht hat und jederzeit wieder lösen kann. Sie meinen also, dass er sich ganz allein fesseln und dann wieder befreien kann? Jawohl. Eine List, um sich selbst als das Opfer hinzustellen. Doch das Opfer ist niemand anderer als der Unbekannte mit dem Zylinder.
Mir war, als hätte ich Ihre Gartentür gehört, Mrs. McNabb. Ja, mir war auch so. Aber nein, 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 da ist niemand. Also, was zu viel ist, ist zu viel. Ich halte das vor Spannung nicht mehr aus. Ich auch nicht. Schließlich ist das Ihr Haus und wir haben das Recht zu wissen, was da drin vorgeht. Ich schlage vor, wir gehen jetzt da einfach hinein. Ja. Was ist denn los? Was ist denn? So, rede doch. Sie behaupten also, den Mann mit dem Zylinder gibt es nicht? Ja. Ihre Logik, Dr. Hood, ist so scharf, dass Sie sich selbst damit in den Finger schneiden. Und das Corpus Delicti, der Zylinder selbst? Gehört Mr. Hunter. Ja, aber passt ihm doch gar nicht. Ich behaupte ja nicht, dass er ihn trägt. Ja, wozu braucht er ihn denn? Oh, was weiß ich, für Kaninchen oder weiße Mäuse. Weiße Mäuse? Mr. Brown, haben Sie etwa getrunken? Leider nein. Apropos trinken. Sehen Sie sich einmal diese Gläser hier an. Na und? Ein ganz normales Glas? Eben nicht. Sie haben alle eine Doppelwand. Sehen Sie? Und dann diese Karten. Sie denken zwar sehr logisch, Dr. Hood, aber Sie beobachten schlecht. Dieses Kartenspiel ist kein gewöhnliches. Das sind präparierte Karten, wie man sie für Taschenspielertricks braucht. Und wie erklären Sie sich dann die streitenden Stimmen, die die Damen fast jeden Abend hörten? Tja, die streitenden Stimmen. Auch dafür gäbe es eine harmlose Erklärung. Zwei Schauspieler, die ihren Text proben. Ich bitte Sie, Bankangestellte, die Theater spielen. Der Mann mit dem Zylinder. Er steht draußen vor der Haustür. Na, dann lassen Sie ihn doch eintreten. Wir haben alle solche Angst. Bitte kommen Sie. Verzeihen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Kenton, Charles Kenton. Ich bin ein Kollege von Mr. Hunter. Wir arbeiten zusammen in der Lions Bank. Ja, bitte treten Sie näher, Mr. Kenton. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag. Guten Tag, meine Damen. Ich komme wegen Mr. Hunter. Ich bin schon ein paar Mal um das Haus herumgegangen, weil ich sah, dass Mr. Hunter Besuch hatte. Aber nun habe ich leider keine Zeit mehr. Um 8 Uhr beginnt die Wohltätigkeitstombola. Bitte, was beginnt? Die Wohltätigkeitstombola zugunsten der pensionierten Bankangestellten. Mr. Hunter hat da nämlich seinen großen Auftritt als Zauberer, Entfesselungskünstler und Bauchredner. Ich lasse mir diese Frechheit jetzt ganz einfach nicht länger bieten. Was? Ich zerdrücke sie wie eine Wanze. Also ein Wort noch und ich schlage Ihren albernen Zylinder ein. Nun, Dr. Hood, was sagen Sie dazu? Und weil Sie seitens dieser Damen Indiskretionen befürchten mussten, haben Sie im Geheimen geübt? Ja, es soll nämlich eine Überraschung sein. Ja, das ist Ihnen jetzt schon gelungen. Durch Ihre Geheimnistuerei haben Sie den Bienenschwarm erst richtig aufgescheucht. Tut mir leid, wenn ich Ihnen einige Aufregungen bereitet habe. Mr. Hunter, was Sie sich da geleistet haben, ist grober Unfug. Strafbare Vortäuschung eines Verbrechens. Sehr richtig. Allerhand. Und so zu erschrecken. Das ist strafbar. Wieso strafbar? Wir leben doch in einem freien Lande. Da kann sich jeder Bürger gefesselt in sein Zimmer legen, solange es ihm passt. Danke, Pater Brown. Entschuldigen Sie, Maggie, aber ich konnte dieses Theater wirklich nicht vorausahnen. Obwohl ich es dann sehr genossen habe. Oh, Bill, ich wusste doch nicht, dass Sie auch noch so ein guter Zauberer sind. Doch, doch. Ich glaube, ich kann meinem heutigen Auftritt beruhigt entgegensehen. Eine Maus! Da, noch eine. Ah, Mäuse. Mäuse in meinem Haus. Mäuse. Meine Tiere! Sie sind ausgekommen. Um Gottes Willen, ich brauche sie ja heute Abend. Eine schöne Katastrophe. Bitte helfen Sie uns, meine Damen. Dr. Hood, ich glaube, Ihre Logik wird hier nicht mehr gebraucht. Oh, schon so spät? Meine Damen, unsere Probe. Bitte machen Sie sich fertig. Ich erwarte Sie draußen. Bitte, Doktor.